Die Gemeinde Deutschnofen wird auch in diesem Winter Schauplatz von zwei großen Sportveranstaltungen. In knapp zwei Wochen, am Mittwoch, 14. Dezember, findet in Oberricken bereits zum 33. Mal der Europacup-Slalom statt, während Ende Jänner der Weltcup der Naturbahnrodler in Deutschnofen gastiert. Heute wurden beide Veranstaltungen in Bozen vorgestellt. Erfahrungsgemäß nutzen viele Slalomstars das Rennen in Oberecken, um in der noch jungen Saison Wettkampfpraxis zu sammeln. Wer in Oberecken gut fährt, kann sich dann meistens auf eine Erfolgssaison freuen. Titelverteidiger Bouffet holte sich zum Beispiel in der vergangenen Saison die Slalom-Europacup-Wertung und damit einen fixen Startplatz für die heutige Weltcup-Saison. Der Zweitplatzierte von 2008, Manfred Pranger, fuhr wenige Wochen danach zum Weltmeistertitel. Giuliano Razzoli kürte sich nach seinem Oberecken-Triumph von 2009 zum Olympiasieger. Überhaupt ist es beeindruckend, wie viele Weltmeister, Olympiasieger und Weltcupsieger beim Europacup in Oberecken bereits am Start waren. Wie zum Beispiel Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen, Ted Ligeti, Alberto Thoma, Benjamin Reich oder Stefan Eberharter. Die große Neuheit heuer ist aber die Rennstrecke. Der Slalom zieht von der Oberholzpiste auf die anspruchsvolle Meierpiste um. Wir weichen aus von der altbekannten Oberholzpiste auf die Parallelpiste sozusagen oder Nachbarpiste, die Meierpiste, die unter anderem sehr anspruchsvoller ist, einmal mit der Neigung, was sie hat, von 55%. Querpassage rein, zwei Übergänge nach der Querpassage. Und noch zu erwähnen, auch die durchschnittliche Neigung ist 46%, was schon sehr beachtlich ist. Nicht neu, aber sehr anspruchsvoll ist auch die Rodelbahn in Deutschnofen, wo Ende Jänner das fünfte und zugleich vorletzte Weltcuprennen auf der Naturbahn ausgetragen wird. Heute stellten Bürgermeister Christian Gallmeitzer sowie die Titelverteidigerin im Gesamtweltcup Evelyn Landtaler und die Zweitplatzierte Greta Pingera den Weltcup vor. Ich freue mich allem auf Deutschnofen, es ist allem besonders. Die Veranstaltung ist super gemacht, ich habe auch schon ein paar Mal zusammen gewonnen und logisch will man zusammen wieder gewinnen. Und ja, dadurch, dass er in Südtirol ist, ist es schon eines der schönsten Rennen bei uns.